Die Welt freut sich, ich bin wieder da. Und ein Grund dafür, dass ich so lange keine Videos gemacht habe, ist das hier. Nicht der Helm, nein. Ich bin zum einen dran wegen scheiß Frisuren. Nein, nicht wegen dem. Aber ich bin zum einen dran, weil ja die Gesetzesänderung kommt nun. In der Schweiz. Die Schweizer sind hier recht bescheuert, muss ich sagen. Machen das gleiche nach wie die Franzosen. Also sprich, es gibt keinen Direkteinstieg mehr. Also ihr könnt 100 sein, ihr könnt 50 sein. Scheißegal, ein Direkteinstieg gibt es nicht mehr ab 21 für die große Kategorie der Motorräder. Ich wollte ja schon lange den Motorradausweis irgendwie machen. Also kurze Vorgeschichte, aber kurz, ihr kennt mich, kurz, scheiß drauf, egal. Dazu mal, wo ich noch im Vorarlberg lebte, habe ich den natürlich den normalen Ausweis gemacht für Auto und wollte gleichzeitig auch noch Motorrad, aber bei der Theorie 2% habe ich hier versagt. Darum bin ich beim Motorrad durchgefallen, obwohl Praxis wirklich gut ging, mir absolut gefiel, ich der Ständer schlecht hinbekam beim Fahren, aber ich habe vielleicht auch als Ausrede für mich selber das gesehen, als Schicksal, Weg des Glücks, wenn ich es nicht mache, weil dann lebe ich länger oder kann noch auf eigenen Beinen herumlaufen. Zum Wohl. Das war auf jeden Fall mein Ding. Meine Ausrede und Jahre vergingen und das Motorradfahren und das Ganze oder das Thema Motorrad ist irgendwie dahin gewesen und ich ja, habe es einfach irgendwie schleifen lassen oder Motorrad als uninteressant empfunden, wie auch immer, ich denke, eigene Ausrede. Aber das Positive an der ganzen Sache, an der super Gesetzesänderung hier, ist jetzt nun, dass ich mir gedacht habe, hey, ihr könnt mich kreuzweise am Arsch lecken. Ich will den Führerausweis für natürlich Motorräder, wo auch schneller sind und nicht irgendwie so ein, nennen wir es mal, Fahrrad mit Motor fahren und das 2 Jahre lang. Also wer es noch nicht weiß, es ist ab 21 dann so, ihr dürft maximal 35 Kilowatt fahren, also wenn ihr den Ausweis macht, egal wie alt ihr seid, also sprich aber nicht mehr Direkteinstieg 25, zack, bumm, wie auch immer, scheißegal, oder 20 plus, egal. Nein, egal wie alt, ihr fahrt maximal 35 Kilowatt Motorräder, das 2 Jahre lang und ihr müsst dann, ihr habt den Vorbehalt, was ich noch weiß, was ich richtig gelesen habe, etc. Müsst dann noch, nach den 2 Jahren mit dem beschissenen Rasenmäher mit 35 PS, müsst ihr dann noch eine Prüfung machen, dass ihr ein größeres Motor, also sprich die normale A-Kategorie, so in der Schweiz und in Österreich fahren dürft. Also alles, was mehr wird, 35 Kilowatt hat. Will ich nicht. Darum dachte ich mir, hey, in der Schweiz ist es ja super gelöst mit dem Lernfahrausweis. Das nur kleine Info noch. Hier ist es so, wenn ihr einen Schein macht, wie jetzt ich bin Motorrad, zack, könnt ihr einen Lernfahrausweis beantragen, müsst ihr vorher noch zum Augenarzt, das Formular füllt ihr aus, babo, schickt es ein und natürlich ein Foto solltet ihr auch noch raufkleben, halt nicht dazu legen, nicht draufkleben. Dann schickt ihr es ein, dann bekommt ihr einen Lernfahrausweis und der ist am Anfang, zumindest mit dem Motorrad, 4 Monate gültig. Dann könnt ihr mit dem Loser Täfelieder, mit dem blauen Täfelieder, mit dem L, dürft ihr dann zack, bumm, auf die Straße. Also keine Theorie zuerst, keine Ding, scheißegal, ihr könnt euch gleich Motor kaufen, leihen, scheißegal. Und auf die Straße, natürlich mit dem Loser Täfel hinten drauf, obwohl die Strafen ja, wenn ihr es nicht drauf habt, oh, Peanuts sind, egal. Dann ist der 4 Monate gültig, dann müsst ihr den Grundkurs absolvieren, das ist dreimal, was waren das? Dreimal 4 Stunden, glaube ich. 5 Stunden, scheißegal, egal. Auf jeden Fall müsst ihr das absolvieren. Wenn ihr den absolviert habt, dann wird er ein Jahr gültig, den Lernfahrausweis. Dann könnt ihr ein Jahr blöd herumfahren, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. So lernt ihr natürlich wirklich gut. Und ihr dürft auch jemanden mitnehmen, Sozia, Sozius, wie auch immer. Der muss eben aber den
Führerausweiskategorie oder die Führerausweiskategorie, die ihr im Lernfahrausweis habt, haben schon, dann darf er als Sozio, Sozial, leck mich da am Arsch, sein oder mitfahren, wenn er will oder suizidgefährdet ist, egal, darf er mitfahren. Warum auch immer der den Ausweis braucht für das, egal, aber er darf mitfahren. Und ihr braucht keine Begleitung, die ist das Ananas, scheißegal. Gut ist dann im Ganzen, ihr denkt jetzt, hey, hat er den Ausweis schon? Nein, habe ich nicht. Ich habe jetzt einen Grundkurs absolviert, der ist jetzt ein Jahr gültig, jetzt mein Lernfahrausweis. Also sprich, ich denke, im Frühling werde ich den Schein machen, dass ich das Lutschertäfeli nicht mehr hinten drauf habe, hier da, den Loser-Stern habe hier. Sie haben das aber so gemacht, zuerst wollten Sie, aber da nicht geplant und wieder Bullshit, haben Sie vergessen, hey, es gibt ja Lernfahrausweise, was ist mit denen danach, was einen Lernfahrausweis haben, wegen der Prüfung nächstes Jahr, blablabla. Dann haben Sie es so gemacht, jeder, wer bis Ende dieses Jahr den Lernfahrausweis beantragt, hat danach automatisch das Recht, eben nächstes Jahr die Prüfung zu machen. Gute Sache. Roy ließ sich das nicht zweimal sagen und zack, bumm, ist er am Fahren und denkt sich, warum zur Hölle habe ich das nicht früher gemacht? Warum? Wie blöd war ich, zum gewisse Sachen mir selbst entschuldigen und sagen, lieber besser nicht und Motoren sind uninteressant, fuck you. Was ist noch passiert in der Zeit? Roy kann sich natürlich nicht einfach irgendwie Zeugs leisten und hat den Geldscheißer. Darum gleich schon vorneweg, obwohl vorneweg hier nach den mindestens 5, 10 Minuten, was ich hier schon wieder rede, relativ sind. Wenn ihr hier die Kamera, wenn die Kamera jetzt automatisch herumschwenken würde, würdet ihr bis auf einen Ulti-Fucking-Drucker da, der nicht funktioniert, und dein verkaufter Drucker nichts mehr an 3D-Druck sehen. Hier ist schon eine kleine Vorwarnung wegen 3D-Druck und Co. Ich sehe gerade meinen scheiß verdammten Batterien von einem, von der Rode hier. Ist das der da? Nein, ich glaube der Empfänger, scheißegal. Gehen langsam zur Neige, ich hoffe es funktioniert noch. Darum rede ich jetzt schneller. Habe ich alles verkaufen müssen? Ja, somit im Moment 3D-Druck. Nope. Funktioniert nicht mehr, alles weg, 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 weg. Hinter mir die ganzen Filamente, tausende von Filamenten. Nichts, fertig, Ende, Ausschluss, keine mehr. Also darum Pause mit 3D-Druck und Co. Da ich mir Motorrad, Co. etc. leisten kann zum Teil und halt die auch wieder aufrüsten und mir Zeug kaufen. Denn zum einen hat mir mein Bruder, danke hier nochmal voll krass an dich, geholfen, um dass ich mir überhaupt ein Motorrad leisten konnte, ein besseres. Also habe ich mir dann, dachte ich mir, hey, ich probiere vernünftig sein und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, vernünftig sein und will zuerst ein Motorrad, das weniger Leistung hat, die ganzen Schnickschnack wie ABS und Co. und kein sein Motorrad ist, was auf, ja, auf Speed ausgelegt ist. Hey, cooles Angebot gefunden, BMW F800R von 2018 mit Garantie noch und so, cool, mit 10.000 irgendwas Kilometer, scheißegal. Super, Roy fuhr, Roy modifizierte, Roy fuhr, Roy merkte, ein tolles Motorrad, fährt sich schön, fährt zuverlässig, macht das, was es soll, aber eben langweilig. Ganz einfach, es ist die BMWs, finde ich, für mich wie ein Golf. Es fährt, es macht, was es soll, aber Emotionen kannst du vergessen. Es ist einfach etwas. Es funktioniert gut, keine Frage. Als auch die Verarbeitung, super, perfekt, ohne Probleme. Aber eben für mich, finde ich, sollte Emotion beim Motorrad dabei sein. Ja, lange Rede wieder mal und kurzer Sinn. Roy hat ja noch ein Sommerauto. Der SDI, was er gehabt hat, war ein schönes Auto, aber stand nur blöd in der Garage und machte sich platte Füße langsam. Diesen verkauft und mit diesem Geld mir ein besseres Motorrad gekauft. Besser? Ich sage mal nicht besser, aber emotionaler. Und was hat er sich gekauft? Ja, was Schönes, wo ich überhaupt nicht bereue, zwar die Sitzposition für mich, meine Hände schlafen schnell ein und kribbeln etc. negativer, aber drauf geschissen, denn
So eine Super Duke 1290 R. Ja, steht sicher für Roy, das hat KTM davor schon gewusst. Eben, was ist 2015er Baujahr? Ist schon wirklich ein arschverfick geiles Ding. Wirklich. Wenn du dir die BMW hast, die läuft, es funktioniert. Du sitzt dir auf die Tür, Super Duke, du startest, es bollert aus dem, natürlich Zubehör, Auspuff mit Zubehör, Cut etc. Es bollert dir aus dem Auspuff den Klang des V2s vor. Und du merkst, ein bisschen vom Gas, nur ein bisschen aufs Gas gehst und sagst, hey, die 172 Pferdchen, auf dem Papier zumindest, und die 100, was sind es, 42 Newtonmeter, Porno. Hat auch natürlich ABS und Traktionskontrolle, also sicher, aber er macht Fun. Und Emotion. Wichtig natürlich, Emotion ist natürlich sehr, sehr verdammt wichtig. Und dann, wenn du fährst und Zwischengas und dann wupp, sexy. Aber ich muss jetzt der Hinterreifen wechseln, denn der ist in der Mitte so leicht flach. Und dann merkt man eben schon, wenn man in die Kurve will, das habe ich bei der BMW auch gehabt, gleich neue Pneu, also Reifen rauf. Und es ist viel agiler, viel williger. Ich habe mir für die Super Duke für hinten nun den, wie heißt der, Sport Attack von Conti, den Vierer, gekauft, gegönnt, wie auch immer. Je nachdem, wenn er schnell runter ist, werde ich mir dann den Road Attack kaufen. Meine Nase juckt, wer denkt an mich? Ja, eigentlich wollte ich das Video nur eine kurze Überleitung machen. Ein kurzer, ja, Intro-mäßig, aber ja. Das Kurze und Roy und dies und das ist sehr relativ. Also, aber was waren die Gründe? Erstens, familiär gibt es irgendwie so, nennen wir es Unstimmigkeiten, was mich veranlasst hat, zack, beißt meine fucking Nase, was mich veranlasst hat, weniger Lust zu haben oder weniger Lust zu bekommen haben, whatever, um Videos zu machen. Das war immer das Erste, wo das, ja. Dann das Hin und Her, Geld, dies, das, da, wie, war, wo, hast du nicht gesehen? Dann Motorrad, Grundkurs, dann wieder nicht zu Hause, dann keine Lust, dann Auto verkauft, dann anderes Zeugs verkaufen und keine Lust, wegen allem irgendwie so, wie es halt ist. Ja, das waren die Gründe, das sind die Gründe, aber jetzt gerade habe ich gerade Lust, nachher gehe ich schnell zu meinem Düklein und montiere den Seitenschutz. Habe ich mir extra die Originale bestellt. Den Sturzbügel, wie auch immer. Also, das sollte nur ein kurzer Vorgeschmack sein von juckenden Nasen, blöden Gesichtern und scheiß Frisuren. Natürlich von mir wieder. Und ja, sollte ein kleiner Wurf in die Leere von meinem Kanal sein, um euch vorzubereiten, was wird wahrscheinlich noch kommen bei mir. Viele werden jetzt wegspringen, außer die Alteingesessenen, wo wirklich treu sind. Gewisse andere denken, ja, der macht keinen 3D-Druck in der nächsten Zeit mehr, also scheiß drauf, interessiert mich nicht, ich gehe zu Punkt Punkt 3D oder Punkt Punkt diesen 3D. Macht das, mir egal, whatever, scheißegal, juckt mich eigentlich überhaupt nicht. Ja, eben, genau, was ich noch sagen wollte, Motorrad kommt jetzt wahrscheinlich noch ab und an, mal dies, mal das, eben, wegen dem heißt ja Toys R Us und nicht Toys 3D und sein Penis, darum eben Mischmasch und darum kommt jetzt eher, bin ich in die Richtung Motorrad wieder unterwegs, wie auch immer, bei mir wechselt das alles hier, ja, wir haben nicht mal die Unterhosen, über Motorrad, habe ich schon immer gesagt. Dann werde ich euch das Ding zeigen. Ich habe mir noch ein Ding gegönnt dann für die Super Duke. Da möchte ich euch den Unterschied zeigen, weil es gibt irgendwelche komische Leute, wo irgendwie komische Zahlen sagen, wegen den Batterien und so, mit 10, 12 Kilo und so ein Bullshit und so in YouTube-Videos. Eben Lithium-Ionen-Batterie für das Motorrad im Gegensatz zu den Bleibatterien. Da habe ich mir eine Lithium-Ionen-Batterie besorgt. Ja, ich muss ja das Gewicht, was ich jetzt durch den Sturzbügel da, durch den Originalen für die Duke rauf tun, muss ich ja irgendwo wieder einsparen. Ist shit so, aber ist halt so. Und die Ergo-Dingsbums-Sitz habe ich mir auch gestellt. Nicht, weil der originale Sitz unbequem ist, nein, aus rein optischen Gründen. Klingt blöd, ist leider so.
ich bin ab und an ein bisschen bescheuert. Aber das ist irgendwie, hat mein bester Freund auch gesagt, wahrscheinlich so eine Art Ersatz für mein Subaru, was ich hatte. Könnte gut möglich sein, denn der Duke wird jetzt schon wieder gepflegt und geht Geld rein. Ja, bescheuert eigentlich. Aber ich bekomme jetzt 2, 3 Motorräder in meine Garage. Super, als wie ein Auto, alles versperrt. Und ich habe mir auch eine Hebebühne gegönnt und etc. Ich zeige das euch dann in einem nächsten Video, falls es euch interessiert. Und ich habe mir noch eine billige Hero 4 Arschkamera bestellt. Gebrauchte natürlich, weil neue bekommst du ja eh nicht mehr. Und vielleicht noch Moto-Vlogs zu machen. Wie könnte es auch anders sein? Vielleicht mache ich welche, vielleicht nicht, aber ich habe es mir mal bestellt und mal schauen, wie es ist und ob es mich juckt und ob es euch juckt und ob es irgendjemand juckt. Und wenn er überall ja auch in einem juckt, dann habt ihr sicher Filzläuse oder sonst irgendwelche Krankheiten. Egal, sei es scharf oder sei es so, scheiß drauf. Ach, fuck you. Ja, das soll es gewesen sein. Mein kurzes Infovideo, was wahrscheinlich keinen interessiert und keinem hilft. Aber Hauptsache, ich habe gesprochen und ich hatte Lust. So, jetzt baue ich den Sturzbügel her. Jetzt haben wir schon 7 Uhr und ich bin ja so ein Gewohnheitstier, wo eigentlich, wenn er heimkommt, immer das Gleiche macht und eigentlich nichts. Gut, bis bald hoffentlich und sorry, dass es so lange kein Video gab. Aber man muss oder ich muss Lust haben für das, weil sonst bringt es eigentlich einen Scheißdreck, wenn ich euch irgendwie erzwungenermaßen was hinkotze, wo eigentlich mich schon ankotzt und euch dann auch noch ankotzt. Ach, und hier noch, ich gebe gerade noch Grüße an, finde ich, einen guten Motor-YouTuber, der Chaingrinder. Chaingrinder heißt er, glaube ich. Den finde ich cool, muss ich gerade mal so sagen. Cooler Typ, coole Socke. Interessiert keinen wahrscheinlich, aber musste einfach loswerden. So, bis dahin, macht's gut und bis bald, hoffentlich.